Was geht ab, meine lieben Freunde? Ion hier und herzlich willkommen zum 38. Uncharted Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter mit Uncharted. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich für einen Bock auf dieses Spiel habe. Gestern kam ja meine Live-Reaktion zum neuesten Uncharted 4 Story-Trailer auf viel Gaming TV. Und ich habe da einfach so eine Gänsehaut bekommen, hatte schon Freudentränen im Auge. Das war einfach nur unglaublich, was das für ein Trailer war für den vierten Teil, der jetzt am 26. April erscheinen wird auf der PS4 mit neuer Grafik und so weiter. Es wird einfach nur unnormal krank werden, Freunde. Wer das Video noch nicht gesehen hat, bitte schaut es euch an. Klickt auf den ersten Link ganz oben in der Videobeschreibung. Ihr müsst diesen Trailer sehen und meine Live-Reaktion dazu. Es war einfach nur unfassbar, Leute. Und wer die alten Teile, also Teil 1 bis 3 gespielt hat und dann den Trailer von Teil 4 anschaut, der wird verstehen, warum ich da so eine Gänsehaut bekommen habe. Und der Trailer an sich ist einfach noch phänomenal geil gemacht, Leute. Also zieht es euch rein. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch direkt weiter mit Uncharted 3. Wir sind da hier stehen geblieben bei der schwersten Stelle überhaupt bisher im Spiel. Wir haben da einfach sowas von verkackt die letzte Folge. Ich hoffe, dass wir es diesmal packen werden, ey. Ja, es ist so krass. Ich freue mich einfach so abnormal auf den vierten Teil, Leute. Weil man ist einfach mit diesem Spiel groß geworden. Und jetzt quasi nach 5 Jahren Pause kommt endlich eine Fortsetzung zu diesem krassen Spiel. Und da freue ich mich einfach nur abnormal drauf, Leute. Das wird einfach so heftig werden. Ich freue mich da wirklich ohne Spaß. Es ist kein Fake oder so. Manche YouTuber, die faken ja ihre Reaction und so ein Scheiß. Aber ich bin nicht so einer. Ich zeige euch wirklich meine Emotionen, der ich bin. Wenn ich weinen muss, dann weine ich und halte es nicht zurück. Das ist einfach so, Freunde. Weil ich bin ehrlich gesagt ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Und ja, da will ich auch nicht versuchen, ja meine Gefühle zu verstecken. Also das ist ganz normal, Alter. Also ich finde, sowas braucht keiner zu machen. Jetzt haben wir schon wieder hier verkackt. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, konzentrieren wir uns jetzt mal richtig, weil wir müssen die Stelle jetzt mal gemeinsam schaffen hier. Die ist wirklich, ehrlich gesagt, nicht einfach. Deshalb, komm, jetzt packen wir das, Alter. Mann. Also wir sind jetzt bei dem Teil ungefähr so bei 60%. 40%, dann haben wir diesen Teil auch durch. Und danach wird natürlich dann etwa eine kleine Pause kommen, bis Uncharted 4 kommt. Aber ich denke mal, diese Pause ist, glaube ich, ganz gut. So eine kleine Verschnaufpause. Und dann geht's weiter hier mit dem nächsten Teil. Und das wird einfach so... Oh, yo. Oh, shit. Ich habe nicht richtig zurückgeworfen. Okay, komm, Leute. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Oh, shit, Alter. Guck mal, da oben, der mit seiner Scheiß... Okay, die Granate können wir eigentlich theoretisch zurückwerfen, aber brauchen wir nicht, weil wir sind ja hier hinter versteckt. Okay, komm. Schieß doch dagegen. Perfekt. Boah, macht der Salto rückwärts. Alter Schwede, das ist so schwer. Okay, Leute, komm. Machen es so. Ich zeige euch noch 2 Versuche. Wenn ich es dann nicht schaffe, dann werden wir das Ganze hier überspringen. Dann werde ich euch zeigen, bis wir es geschafft haben. Aber erstmal töten wir den Pisser da oben mit dem Raketenwerfer. So, komm. Ich muss da mal ein bisschen durchziehen, okay? So, weiter. Okay, jetzt klappt es doch schon viel besser, Freunde. Merkt ihr das? Es klappt schon viel, viel besser. Da ist noch ein Pisser. Den hole ich mir. Ah, scheiße, hat nicht viel gebracht. Zack, Granatewerfer nach da. Perfekt. Oh, jo. Ach, du Scheiße, Mann. Ach, du Scheiße. Hier ist einer mit der Schrotflinte. Eieieiei, der Pisser. Komm her. Hau den kaputt. Nelfen, Junge. Ach, du Scheiße. Guck mal, unser Leben. Alter, wir sterben gleich. Wir sind gleich tot, Leute. Alter. Okay. Jetzt mein letzter Versuch. Wir müssen uns mal, glaube ich, in einer anderen Position befinden. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwer hier. Eieiei. Komm, schieß da drauf. Schieß da drauf, Digga. Schön, komm. Und jetzt gehen wir weiter. Komm mal, dieser Typ mit der scheiß Pumpgun, der geht richtig ab. So, wir müssen uns mal ein bisschen hier... Komm, Freunde, wir springen mal jetzt hier rüber. Wohin? Wohin, Nathan? Eieiei. Manchmal regt er mich auf, der Nathan, ey. Komm. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, Freunde, ob Uncharted 4 der letzte Teil sein wird oder ob es weitergehen wird. Ich hoffe natürlich, dass es einen weiteren Teil geben wird. Hier, du Pisser, Alter. Nimm meine Granate. Zack. Ach, du Scheiße. Wir müssen... Oh, jo. Alter, auf einmal sind hier schon direkt wieder welche. Alter, das ist so krass schwierig, diese Stelle, ne? Das ist doch krank. Jetzt kommt da einer mit seiner Pumpgun. Alter. Nee, Mann. Ich will das mit euch aber zusammen schaffen hier. Ach, du Scheiße. Da ist er ja schon. Guck mal. Jetzt sind wir tot. Ach du Scheiße, versteck dich, ey, ne? Komm. Alter, was ist denn für eine Rüstung an? Wir ballern aber einfach No-Scope drauf, Junge. Perfekt, habt ihr das gesehen? Ohne zu zielen. Ich dachte wirklich, wir sind jetzt tot. Aber wir haben es gerade noch so geschafft. Ich hole mir jetzt erstmal diesen Spasti da oben. Komm. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht, Leute. Zack. Komm her, du Spasti, Alter. Hier, kriegst du den. Jetzt bleiben wir erstmal nämlich hier oben. Und dann... Zack. Boah, wer den umgenockt hat. Abgesickte Schrotflinte haben wir hier. So. Hier ist ja gar keiner mehr. Also die... Doch, da hinten. Zack, hab ich. Da kommt noch jemand. Komm her.
Oha. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Guck mal hier, einer mit dem Laservisier. Ach du Scheiße. Wieder einer mit der Pumpgun. Oh, das ist gar nicht gut. Schieß. Schieß. Boah, Junge, Alter. War wieder einer mit der Pumpgun. Ey. Alter, wie krank diese Stelle ist, ne? Wie schwierig. Wir müssten eigentlich da oben auf den Turm drauf kommen. Komm, komm. Oder wir töten den erstmal. Da, Mann, das war perfekt. Der da hinten, ey. Ich glaube, diesmal schaffen wir es, Freunde. Diesmal schaffen wir es. Und das ist für Sully. Komm, komm, komm. Den muss er Fernseher lauter machen. Ich glaube, wir sind... Das ist der Letzte. Ich glaube, das ist der letzte Pisser. Komm her. Wenn das der Letzte ist... Oh nein, es ist nicht der Letzte. Es ist nicht der Letzte. Nein. Schmeiß. Oh, weg, weg, weg. Wir haben fast eine Sniper in die Fresse bekommen, Leute. Ach du Scheiße, ey. Alter, ist der weit weg. So, egal, den haben wir jetzt. So. Meint ihr, wir sind jetzt alle tot? Ich hoffe es. Ach du Scheiße, da kommen noch mehr da oben. Ja, mal gucken, was wir hier haben. Ich darf doch mal, oder? Und dann noch so ein Präzisionsdingens. Optimal. Zack, kriegen wir erstmal den. Der auch. Zack. Nein. Warum stirbt der denn nicht? Guck mal, wie weit die weg sind, Alter. Eigentlich wäre am besten dieses Präzisionsgewehr. Ich pack mir das, glaube ich, an. Ach du Scheiße, nein. Nein, hallo. Ich muss hier weg. Alter, ich habe gedacht, wir sterben jetzt gleich, ne? Wo ich hier runtergefallen bin. Ey, was für eine schwierige Stelle, Mann. Jetzt kommen noch welche mit Raketenwerfern und Panzerwerfern und so alles. Ja, es ist echt nicht einfach, Leute. Ich sag's euch. Ich glaube, der ist der... Das ist der mit dem Raketenwerfer. Zack. Ja, Mann. Perfekt getroffen, Leute. Perfekt. Nathan, kletter hoch. Ey, manchmal ist der echt wirklich auf Rille, der Nathan. Guck mal, jetzt. Jetzt sind wir endlich hier oben. Jetzt können wir die irgendwo von hier treffen. Boah, Headshot. War's das? Oder sieht ihr noch jemanden? Ey, ich glaube, wir haben es geschafft, Leute, oder? Junge, Junge, das war wirklich die bisher schwerste Stelle. Wir haben sie endlich geschafft. Stell vor, jetzt kommt irgendwo noch so ein Sniper-Schuss und wir sind tot. Ja, jetzt ist die Frage, wo es hier weitergeht. Das ist jetzt wirklich die Frage. Ich sehe gerade überhaupt keinen Weg, wie es hier weitergehen könnte. Ich kann einfach mal hier hochklettern. Ah, doch, da oben wird es wirklich weitergehen. Guck mal, da ist ein Seil. Hier geht es wirklich weiter. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, das war jetzt einfach spontan von mir. Sieht nicht zu gefährlich aus. Hätten wir ja direkt versuchen können, aber die hat uns dann locker abgeballert. Eieiei, Nathan, komm schon. Oha, jetzt geht's da lang. Oh nein, das ist ein Gegner. Das ist gar nicht gut. Schieß. Schieß. Boah, mit dem Präzisionsgewehr sogar. Korrekt. Alter Schwede. Eieiei. Schön festgehalten. Bin mal gespannt, wo die Sully gefangen halten. Ich kann mich daran wirklich kaum noch erinnern, obwohl das der neueste Teil war. Hier braucht man keine Munition zu verschwenden. Schmeiß ihn einfach runter. Okay, wir nehmen auch noch 6 Schüsse. 3. Ach du Scheiße, hier wird bestimmt auch noch was abgehen. Ich sehe es schon kommen. Ja, guck mal, da haben wir schon welche. Die verstecken sich da schon. Warte mal, die holen wir uns jetzt alle. Ganz locker, easy. Ich habe ja nicht umsonst mein... Zack, hier. Eine Granate kannst du sonst wohin stecken. Oh, jetzt geht's ja direkt weiter, Leute. Ach du Scheiße. Eieiei, wo kommen jetzt die Schüsse her? Mist. Oh jo, Granate liegt hier einfach. Oh nein, da kommt einer mit dem Schild auf uns zu. Er ist doch nicht deren... Ernst, Alter. Oh Gott, der mit dem Schild ist direkt neben uns. Oh, wow, wow, wow. Warte, den überraschen wir mal. Wie soll ich den überraschen? Wo ist der links, rechts? Wo ist der? Wo links, der links, rechts? Da ist er. Eieiei. Habe ich noch gut gemacht. So war ganz gut. Oh nein, nein, nein. Chill mal, die Granate wird uns nicht anhaben können. Ah, das haben, wofür haben wir denn diese Waffe hier, hä? Wofür haben wir das? Damit machen wir die jetzt platt. Komm, vielleicht haben wir noch einen Schuss mit dem Präzisionsgewehr, haben wir nicht. Aber dafür haben wir den Granatenwerfer. Mist. Hier. Das dürfte es doch gewesen sein, oder? Gleich kommt dann noch wieder einer mit einer Pumpgun. Ich sehe keinen mehr. Musik hat auch aufgehört, dann haben wir es geschafft, Leute. Du bist am Ende! Oha! Kommt der denn auf einmal her? Oh nein, keine Munition mehr. Oha! Oha! Ey! Unser Leben, Leute! Zack! Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wo es hier weitergehen könnte. Also ich spontan würde sagen, wir müssen erstmal hier runter, dann hier hochklettern, oder? Ja? Nee? Doch? Doch, 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 es geht hier hoch. Ah, die müssen wir, glaube ich, das könnte gehen. Runterschieben, damit der Kran umfällt, ne? 100%. Zack. Jetzt haben wir quasi eine Brücke. Optimal. Schön. Sollte klappen. Eieiei.
Boah, das Wasser sieht krass aus, Mann. Das Wasser sieht echt krass aus. Also, die haben sich richtig viel Mühe gegeben bei diesem Remake hier auf der... Oh, shit. Stirb. Ey, wenn wir jetzt wieder hier von neu kämpfen müssen, ne? Dann sollen die sich wirklich ihren Batzen in den Arsch stecken. Ja, doch nicht, okay. So. Also, die haben sich wirklich, wie gesagt, viel, viel Mühe gegeben hier mit der Grafik von dem Remake. Hier war bei Last of Us genauso. Da war die Grafik auch viel, viel besser als auf der PS3-Version. Und ey, der vierte Teil von Uncharted, Freunde, ihr wisst gar nicht, ich habe mich, glaube ich, noch nie so sehr auf ein Spiel gefreut wie auf dieses, also außer auf die FIFA-Teile, die jedes Jahr rauskommen, aber wirklich, ich bin echt begeistert von diesem Trailer gewesen. Das ist wirklich das geilste Story-Spiel überhaupt, finde ich. Also jeder hat da eine andere Meinung, aber das ist meine Meinung und ich hoffe, dass viele dieses Spiel auch zocken werden, weil die Macher haben es einfach nur verdient. Allein schon wegen Last of Us und so haben die sich schon verdient, dass die da mit diesem Titel da ordentlich Geld verdienen. Also wirklich, solchen Leuten gönne ich das, wenn die mit harter Arbeit sich ja wirklich Geld, bekommen. Weil die haben sich da echt so viel Mühe gegeben. Der sah so krass aus, dieser Trailer. Wie gesagt, einfach ganz oben auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken und dann könnt ihr meine Trailer-Reaktion sehen. Okay. Nicht drunter gucken. Ich habe nur einen Versuch. Ja. Wow. Ach du Scheiße, guck dir das mal an. Whee! Ich finde zum Glück, dass die bei Uncharted 4 wirklich auch die originalen Stimmen genommen haben, die auch bei Teil 1 bis 3 dabei waren. Weil bei ein paar Spielen war es ja so, dass die Stimmen sich geändert haben und so. Das fand ich echt extrem scheiße. Zurück auf festem Boden. Oder festem Schiff. Ach, scheiße, Alter. Guck dir das mal hier an, Alter. Was ist das für ein Schiff? Alter! Ach du Scheiße, Leute. Ach du Kacke, ey. Das sind ja noch überall Gegner. Ich glaube, den einen können wir gleich da links runterziehen. Eieiei, Alter. Was haben die denn hier gebaut, ey? Ich will gar nicht wissen, wo diese Marlow und so sind jetzt. Brauche ich eine Tetanusspritze? Eine Tetanusspritze, ja klar. Eieiei, guck dir das mal an. Was für ein Schiff, ey. Einfach alles kaputt bei diesem Schiff. Müssen die echt verdammt aufpassen. Die Schiffsabenteuer. Das ist das Geile, Mann. Schade. So abwechslungsreich. Voll das Abenteuer. Richtig geil, einfach nur. Oha! Alter, was hat der denn da gemacht? Rafink-Pistole haben wir hier. Okay. Nee, die Rafink ist besser. Er meinte, wo lang kann es jetzt hier gehen, ey? Ich habe gerade null Ahnung, wo es hier weitergehen könnte, Leute. Nee, auf keinen Fall. Meint ihr darüber? Das schafft er doch niemals, oder? Sollen wir es riskieren? Niemals schafft er das, von hier nach da rüben zu springen, ey. Wir wollen ihn verarschen. Das schafft er nicht. Eventuell kannst du noch... Nee, es geht hier wirklich nirgendwo weiter. Wirklich nicht. Okay. Wenn ihr es so wollen, dann springen. Der schafft's wirklich! Ach du Scheiße, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da jetzt auf einmal Gegner kommen und dass er diesen Sprung da schafft. Oh shit. Ei. Hab ich? Alter, mein Leben, Mann. Da oben. Hab ich. Okay, das dürfte es gewesen sein, oder? Ja. Komm, Nathan. Da kommen bestimmt jetzt noch neue Gegner. Ja. Ach du Scheiße. Zeig dich. Ey. Schieß. Wie kann er so präzise sein, der Vogel? Alter. Komm, spring, Nathan. Spring, spring. Oha, direkt über uns. Hier, hier, kriegst du den. Oh ja, der fliegt direkt auf uns runter. Scherille, Peter. Hat der mich erschrocken, Alter? Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Boah, der hat mich erschrocken, Alter. Ich schwöre es dir. Wieso erschrocken, ey? Meine Güte, kam dann auf einmal um die Ecke gesprungen. Leute, damit ist echt nicht zu spaßen. Mann, 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 hat der mich gerade erschrocken, ey. Eieiei, holla die Waldfee. Ey, ich dachte schon, der fällt jetzt runter. Ja, Munition hier. Oh, shit, oh, shit. Die Pistole ist eigentlich voll scheiße. Oh Gott, wir müssen schneller rüberspringen. Wow, wow. Ich habe jetzt den schönen Granatenwerfer hier. Dafür. Tot. Tot. Oh, der hat überlebt. Hier. So, weiter geht's. Boah, richtiges Abenteuer hier auf dem Schiff. Deshalb liebe ich dieses Spiel einfach. Sage ich schon zum 120. Mal, aber ihr solltet es auch verstehen. Weil anfangs wirklich, das Spiel wird nicht so gefeiert wie jetzt. Jetzt feiern es so viele von euch. Ohne Witz. Hätte ich niemals gedacht, dass das Spiel so gut bei euch ankommen wird. Aber mit der Zeit wird es immer besser und besser, fand ich. Und deshalb denke ich mal, dass es euch nach diesem Zeitpunkt auch gefallen hat. Ist tot? Ja, müsste eigentlich. Ja, perfekt. Ja, müssen wir hier hoch, oder? Ja, da geht's weiter.
Wir haben noch Granaten, aber wir haben eh genug Munition. Alter, wo sind wir denn hier gelandet, ey? Leute. Wir müssen zum Funkraum. Da wird ja dann... Oh, da oben kommen wieder Gegner. Oh ja, fällt auf uns runter. Woo! 3D, Alter, Leute. 3D ohne Brille. Auf Rille. 3D ohne Brille auf Rille, Alter. Mann, Mann, Mann. So. Oh, ich will jetzt endlich oben ankommen, Alter. Dieses Klettern hier. Das ist langsam anstrengend. Boah, aus der Drehung Headshot. Spring doch. Spring. 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 Wow. Knockte den aus, Alter. Habt ihr das gesehen? Perfektes Timing. Genau dann kam der Gegner und genau dann hat die Nathan in die Fresse getreten. So muss es sein. Da ist eine Leiter. Wir sind jetzt endlich ganz oben angekommen, Alter. Ich will gar nicht wissen, was für eine geile Aussicht da oben ist. So. Gleich geschafft. Boah, guckt euch das hier mal an, Leute. Guckt mal, wie das hier aussieht. Einfach nur krank, ey. Ach du Scheiße, ey. Junge, Junge, Junge. Wir müssen jetzt irgendwie hochkommen. Die Frage ist nur, wie. Wie, da hinten sehe ich schon mal was. Okay, jetzt müssen wir hier springen. Alter, guck mal, wie hoch das hier ist. Da würde ich mich, glaube ich, nicht trauen. Wow. Ah, jetzt müssen wir da oben uns da festhalten. Ja, das kann was werden, ey. Warte, einmal nach rechts. Und genau jetzt nochmal nach links. Schnell, 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 schnell und springen. Ja, Mann, komm. Hoch, hoch. Ach du Scheiße, wir werden abgeballert irgendwoher. Ich weiß nur nicht wo. Jetzt sind wir endlich oben angekommen. Schön. Das ist Ramses Schiff. Ja, Mann, das ist Ramses Schiff. Guck dir das mal an. Ich glaube, da sind Sully und so alle drauf. Wir müssen erstmal da hinkommen. Ach du Scheiße, wie weit das noch weg ist, ne, Leute? Das kann... Wer ballert denn da? Guck mal da unten. Ist irgendwo eine Pussy übrig geblieben. Kriegst du den? Gott, okay. Endlich, jetzt. Oh, das muss ein Witz sein. Ach du Scheiße. Wie sollen wir denn da rüberkommen? Was für ein Chaos. Das ist der Funkraum. Und Sully ist bestimmt im anderen Schiff. 100%. Okay, Plan B. Eieieiei. The Sea Ward. Man sieht einfach nichts. Moment. Da ist er doch. Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Dort halten sie Sully bestimmt fest. Ich muss auf das Schiff. Da ist ein Seil, Mann. Da ist ein Seil rechts. Korrekt, Alter. Korrekt. Jetzt kann's abgehen. Wow, auf Rille. Ach du Scheiße. Ach du... Boah, Junge. Er hat das gesehen. Er hat uns fast abgeballert. Oh, shit. Wer ist denn hier? Alter, wer ist das denn? Ach du Scheiße. Wow. Alter! Ich hasse es! Oh Gott, ey. Ach du Scheiße, es geht direkt weiter mit der nächsten schweren Stelle. Das war der Typ gewesen, das war dieser Ramses, ne? Eieiei, Alter, das kann hier was werden, Leute. Ich hoffe, diesmal packen wir es, ey. Direkt beim ersten Versuch. Scheiß Schießäffchen. Trophäe bekommen. Ich wollte schon sagen, Scheißäffchen. Aber wir haben noch... Ah, wir haben noch hier Dings. Ey, ey. Hä? Wo ist unser Granatenwerfer hin? Warte mal, komm. Haha, hat sich selbst umgebracht. Perfekt. Weiter, 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 weiter. Müssen hier schnell versuchen, nach oben zu kommen, bevor die uns hier umzingeln mit 1000 Leuten. Ja, Mann, die Gimal, die ist gut. Gimal. Gib mal die Gimal. Gib mal die Gimal. Was liegen denn hier für Kisten? Ist, glaube ich, nichts drin. So, jetzt sind wir hier oben. Wir müssen irgendwie auf das andere Schiff kommen. Die Frage ist nur, wie. Das wird sich bestimmt hier noch alles auf dem Weg rausstellen, wie man das am besten schafft. Aber das... Oh mein Gott. Alter. Oha. Oha. Warte. Den überraschen wir mal, okay? Mit schönen zwei, drei Granaten. Hier, Alter, du Pimmelberger. Schön kassiert, ne? Ah, Schrotflinte wäre, glaube ich, hierfür besser geeignet. Komm. Schön. Wow. Alter, jetzt fängt es an zu regnen. Ah, das Schiff ist ja gar nicht mehr so weit weg. Ja, okay, doch, ist schon ein bisschen... Okay. Oh Gott. Das sieht schon besser aus. Ja, ist schon näher, aber noch nicht so nah. Ach du Scheiße, ey. Ich muss auf das Schiff kommen. Kapitel 13. Raue See. Dann holen wir uns erstmal. Okay, ach du Scheiße, guck dir mal... Ei, ei,
Guck mal, es zieht ein Sturm auf, Leute. Ein Sturm. Das heißt, wir können, glaube ich, nicht ins Wasser. Oh, guck mal, was für eine Strömung das ist, Alter. Meine Güte, ey. Ich habe manchmal wirklich Angst vor Wasser, beziehungsweise vom Meer. Einfach nur krank, ey. Das Meer. Das ist, die Erde besteht einfach zu 80% aus Meer oder so. Und er ist schon am Gucken. Ah, meinte, wir können ihn überraschen. Aber der guckt schon so scheiße. Ich will versuchen, so unentdeckt wie möglich zu bleiben. Der sieht uns nicht. Schnapp ich mir. Perfekt. So, wir versuchen jetzt einen auf James Bond unentdeckt hier durchzukommen. Das wird aber nicht so einfach wie gedacht, bestimmt. Da hinten sind schon welche. Die Frage ist, wo lang gehen wir am besten? Hier ist schon mal kein Gegner, da kann man hochklettern. Aber die Frage, wir müssen erstmal den Weg finden. Der Weg. Der Weg. Dieser Weg. Sylvian, du. Okay, da hinten ist schon mal einer. Links haben wir keinen mehr, glaube ich. Aber trotzdem müssen wir langsam sein. Ich bin wieder zu schnell am Stürmen hier. Und da hinten ist einer. Den brauchen wir aber gar nicht zu töten. Wir müssen ja sowieso hier lang. Den schnappe ich mir jetzt erstmal. Oh shit, oh shit. Hat er uns gesehen? Ja. Die hat uns gesehen. Nicht gut. Ah, wie sollen wir denn da rüberkommen? Ah, wir müssen, glaube ich, auf das Schiff rüber. Nee, oh jo. Da kamen gerade Schüsse irgendwo her. Wo kamen jetzt die Schüsse her, Leute? Wo kamen jetzt die Schüsse her? Da ganz hinten. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt genau weitergeht. Aber ich denke mal, hier die Richtung wird es so sein. Oha. Alter, ist er richtig motiviert. Hier. Ich habe mir fast mein ganzes Leben abgezogen. So, ah, wir müssen da hoch. Ich sehe schon auf dieses Schiff irgendwie. Ach du Kacke, der Nathan kann doch niemals darüber schwimmen, Alter. Schwimmen wird auf keinen Fall was werden. Hier geht's auch nicht weiter. Da sind so Gitterdinger, da kann er nicht hoch. Ja, die Frage ist, wo geht's jetzt hier weiter, Mann? Okay. Ja, guck mal, hä? Gerade habe ich wirklich keinen Plan, wie es hier weitergehen könnte. Ich habe gedacht, wir müssen einfach diesen Weg hier lang. Aber anscheinend ist dem nicht so. Ich kann auch sein, dass wir hier da lang müssen. Oder? Alter, guck mal, hier am Wackeln ist, Mann. Ich denke gleich, das Schiff fällt um. Ne, da geht's auch nicht weiter. Schwimmen würde ich auch nicht sagen, unbedingt. Vor allem nicht bei diesen Wetterverhältnissen hier. So. Da hinten bestimmt, oder? Kann er überhaupt hier ins Wasser, wenn er runterfallen würde? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach du Kacke, ey. Da hinten ist auf jeden Fall was am Leuchten. Ich glaube, das ist ein Schatz, ne? Ja. Pfeiltaste nach oben hätten wir gerade drücken können. Was ist denn da? Ja, der guckt da hin. Und was ist da? Warte mal, wir müssen uns, glaube ich, hier besser umschauen, Leute. Wir haben irgendwas übersehen. Wetten, der Öni war wieder so blind und hat was übersehen. Na, die Frage ist, was denn? Ich war doch hier. Ich schwöre es euch, genau hier war ich, wenn die Tür jetzt aufgeht. Ah. Hä? Nee. Der muss da rüber schwimmen. Oh. Dann soll mir das doch mal einer sagen, Alter. Ich habe gedacht, der kann ja nicht schwimmen, Leute. Ach du Scheiße. Tipp. Ja, Tipp. Tipp. Ja, okay. Das wäre jetzt meine letzte Alternative gewesen, auf dieses Schiff hier zu kommen. Ja, wie willst du denn da drauf kommen? Oh Gott, Alter. Wie soll er da... Ich wollte, es kommen Haie, Schiffe, Haie, Piranhas und so. Ah, da ist eine Brücke. Ey, ich bin doch eine Fotze. Ich bin eine männliche Fotze, Leute. Das ist nicht wahr, Mann. Das ist jetzt echt nicht wahr. Ey, wie kann ich so blind sein? Wie konnte ich so blind sein, Leute? Ey. Das ist ja unfassbar. Richtig blind war ich hier. Oh Mist! Oh shit. Wow, 3D! Oh nein, jetzt sind wir unter Wasser. Ja. Verdammt! Ach du Scheiße. Verdammt. Zurück! Schnell zurück! Spring, spring! Es kommen noch Piranhas und so. Hä, und jetzt? Was soll mir diese Musik aussagen, Leute? Das Schiff ist weg und ich bin weg. Oh shit, wo kommen die denn alle her? Nein. Sie wissen nicht, wo ich bin, aber jetzt wissen sie es. Egal, schon mit die alle. Oh shit. Ey. Komm Leute, die Stelle meistern wir jetzt noch zusammen. Komm schon. Oder was macht denn der Typ da mit dem Feuer da hinten auf dem Dach? Was ist denn mit dem los? Oh Gott, die haben keine. Oh nein. Ey, die bewegen sich so schnell, ne? Ey, krass, die können auch sogar ausweichen und alles. Egal, hier, weich das mal aus. Wer ist denn dieser Bastard da oben? Kriegst du erstmal den? Wow. Komm, komm, weiter. Der ist tot. Wo ist der Rest?
So. Ja, geht's nicht hoch? Ja, war mir schon klar, dass das Schiff hier irgendwo an. Was ist ein anderes Schiff? Nimm mich mit, Jungs! Nimm mich mit, Jungs! Oha! Nein! Die wollen jetzt losfahren ohne uns! Oh mein Gott! Verdammt! Oh mein Gott! Welle! Große Welle! Alter, Leute! Ey, bei sowas, Alter, da krieg ich Gänsehaut, weil das sieht so echt aus, Mann. Ich hasse Tsunami-Wellen, ey. Ach du Scheiße, wie das gerade aussah, Leute. Wir haben es aber geschafft, wir sind auf dem... Nein, ihr dürft mich hier nicht zurück. Komm, 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 spring, lauf, 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 lauf und spring! Nein, nicht geschafft. Nein, ihr dürft mich hier nicht zurücklassen. Warte mal, warte mal, warte mal. Spring! Ja, Mann, geschafft. Junge, wir sind gerade noch so drauf gekommen. Okay, Leute, weiter, Action! Stopp, Junge, stopp! Gib mir die Fresse, zack, bam! Bam, Junge! Knockt er den aus, schnappt sich seine... Wow! Hier! Weiter, weiter, weiter! Stuck! Kriegen erstmal ein paar Fäuste, die Pisser! Wow, ist das hier am Wackeln! Zack, bam, bam! Perfekt! Da oben! Wo kommen die Schüsse her? Wow! Haben wir? Dürfte es doch gewesen sein, oder? Da ist noch einer. Zack, zack. Oh ja, da kommen noch mehr. Oh ja, da kommen noch mehr. Leute! Schieß! Boah. Alter, wie krank. Was geht hier ab, Leute? Da ist noch ein anderes Schiff. Auf einmal hinter mir waren die ganzen Pisser. Egal, wir machen das jetzt. Komm. Es geht rüber auf die andere Seite. Ja, natürlich. Die hängen die Seile für mich so auf. Wow. Ach du Scheiße. Guck mal, was für eine Strömung, Alter. Was für eine Strömung, Leute. Der schafft das nicht. Ah, okay. Der hat sich das Seil vor mir geschnappt. Ach du Kacke. Das müssen wir irgendwie anders machen. Warte. Eieiei. Jetzt kommen die hier rüber auf diese Seite. Alter, wie schlucken. Ey. Ich bin gerade so unpräzise mit der Waffe. Warte. Ist da drüben. Oha. Schmeiß die einfach alle runter. Hier, in deine Fresse. Deine Fresse auch. Hier war doch noch einer, der ist tot. Stuff, kriegst du den? Ja, und wie kommen wir jetzt rüber? Oh Gott, die ballern auf das Schiff, Mann. Ei, ei. Ei, spring! Boah, im letzten Moment noch rübergeflogen, ey. Ach du Scheiße, das andere ist untergegangen, wie die Titanic gerade. Guck mal, da hinten geht's unter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, also einer mit Pumpgun. Hier. Der hat das aber überlebt. Hier. Alter, das ist ja ein wackelndes Mann. Das ist ja krank. Oh, verdammt, kein Besting hier. Ach. Ey, ey, ey. Ist hier noch ein weiteres Schiff? Da links, da links. Kalinski. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen, Mann. Das Schiff geht gleich unter. Wow, wow, wow. Wo lang, Mann? Ach, da drüben geht's auf jeden Fall hin. Warte mal, da schießt jemand. Stop! Oha. Ach du Scheiße, Mann. Wo? Ich muss, glaube ich, auf das Schiff ballern. Oh, es war nicht gut geschossen. Das war echt nicht gut. Aber der kommt an. Bam, Junge. Ey, Leute, Mann. Da ist das richtige Schiff. Wir sind gleich da. Da ist noch Munition. Schnell, schnell. Nimm die Scheiße. Panzerfaust. Und schieß. Ja, Mann, Alter. Schiff kaputt. Ey, das ist so eine kranke Stelle hier wieder. Ja, und der chillt einfach seine Eier hier. Das Schiff geht unter. Nathan. Schnell. Spring. Spring. Wow. Im letzten Moment zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Auf Kreuzfahrt. Alter. Und da sind wir beim Kreuzfahrtschiff angekommen. Wie krank war diese Stelle, Leute. Boah, was kommt da links für eine Welle, Mann. Mal diese Wellen an, das ist doch krank, Mann. Ohne Witz, da kriege ich Gänsehaut. Wie 3D sieht das aus? Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, war es an dieser Stelle hier von unserem nächsten Uncharted Let's Play. Wieder eine richtig kranke Folge, Alter. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wir sind jetzt auf der Kreuzfahrt drauf, um Victor Sullivan, unseren besten Freund, zu retten hier. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, was uns hier erwarten wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Alles klar, Leute. Euer Öni ist raus. Euch allen noch einen schönen Abend. Vorhin kam noch GTA San Andreas Online. Auch viel FIFA. Kommt dort auch noch ein Video von mir. Keine Sorge. Macht's gut. Haut rein und ciao.